Hallo, die letzten beiden Farben sind da, Gold und Silber. Ich hatte sie aus Versehen vergessen zu bestellen, aber nach den Anfragen habe ich gesagt, ja klar, Gold und Silber muss unbedingt noch zu den Glitterfarben dazu, um damit einen Lidstrich ziehen zu können. Und jetzt sind sie da. Es ist abgefüllt und ihr wundert euch vielleicht, dass es hier so ein bisschen dunkler ist. Ich habe extra gewartet, bis es dunkel ist, um das Ganze mal bei Kerzenlicht zu zeigen. Und da kann man sehen, wie wunderbar das funkelt. Ich halte es mal ganz dicht an die Kamera. Erstmal zum Fokussieren ganz scharf. So. So sieht das bei Kerzenlicht aus. Es funkelt und strahlt um die Wette. Mein absoluter Favorit ist Silber. Und ich habe schon mal an dem Auge vorbereitet und nur pur mit Silber den Lidstrich gezogen. Ich gehe mal ganz dicht dran. Ich habe hier links und rechts eine Kerze stehen. Und ich hoffe, ein bisschen näher, dass man das gleich sehen kann, ohne dass mir meine Haare abfackeln. Das hätte dann wieder einen lustigen Aspekt für euch, für mich aber nicht. So, kann man sehen, wie schön dieser silberne Lidstrich funkelt. Das wäre vielleicht mein Vorschlag für Silvester. Und jetzt geht die Sache ja erstmal richtig los, weil mit dem Silber kann man mischen ohne Ende. Das Schwarz funkelt in Sonnenschein zwar auch schön, wenn man das pur aufträgt, aber ich habe dann gedacht, ach, guck's mal, wie sieht denn das aus, wenn man das mit Silber mischt? Und ich habe zwei Varianten. Ich halte mal direkt das Pursilber dazu. Also hier, das hier wäre Pursilber. Und dann habe ich Schwarz 1:1 gemischt. Das gibt dann so einen Anthrazitton. Und 2:1, also zwei Teile Schwarz und ein Silber. Oh, das gibt dann nochmal so ein ganz brillierendes Funkeln. Und das trage ich euch mal auf. Also ich nehme jetzt den dunkleren Farbton. Muss gerade nochmal gucken, welcher das ist. Oh, ganz vorsichtig. Und trage das dann mit dem Fixie auf. Das kennt ihr ja inzwischen schon. Nehme einen dünnen Lidstrichpinsel. So. Und gehe in diesen gemischten Schwarz-Silberton hinein. Immer dran denken, gut abklopfen, das ist ganz wichtig. Und dann am Wimpernrand. Oh. Also mit dem Silber bin ich ganz bis nach vorne gegangen. Mit dem Schwarz-Silber, denke ich mal, gehe ich jetzt nicht bis ganz vorne, weil er ein bisschen dunkler ist. Aber so ein bisschen kann noch, ne? Also ich sehe das jetzt hier selber schlecht, weil ich keinen Vergrößerungsspiegel habe. Nur normalen. So. So, und jetzt guckt euch das mal an im Kerzenlicht, was dann passiert. Einfach nur schön. Bling, 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 bling. Was könnte man damit noch machen? Man könnte mit dem Silber noch so ein ganz klein bisschen über die Kugel gehen. Aber bitte dann nicht aus der Dose greifen, sondern immer nur aus dem Deckel. So ganz klein bisschen hier mit dem Finger rein und dann vielleicht ganz klein wenig da. Aber bitte dran denken, weniger ist mehr. Wenn es passieren sollte, dass das so im Gesicht runterrieselt, kann mal, wenn man das ein bisschen zu flott macht, dann bitte einfach nur abpudern die Haut. Ja. Und mit dem Puder gehen dann diese ganzen kleinen Glitzerpartikel auch wieder weg, weil die haften auf dem Puder nicht. Und so habt ihr den Glitter dann nur an den Augen und nicht irgendwo mitten im Gesicht hängen, wo er vielleicht gar nicht hin sollte. Also das ist mein Vorschlag für die weihnachtliche Zeit oder vielleicht für Silvester. Diesen Glitzer, so, ich halte es hier nochmal ins Kerzenlicht hinein. Das ist einfach nur ein schönes Gefunkel. Jetzt komplett alle bunten Farben mit Gold und Silber. Und da ihr jetzt eventuell anfangt, wie wild zu mischen, gibt es natürlich auch diese leeren Schraubdeckeldöschen, weil wo soll man es sonst hineinfüllen? Und ihr wisst, die kann man auch alle übereinander setzen. Und was hier der große Vorteil ist zu dem, was im Internet so angeboten wird, hier hat jedes Döschen den eigenen Deckel. Das heißt, man kann sie auch einzeln für unterwegs mitnehmen und muss sie nicht unbedingt zusammenschrauben. Also auch das haben wir im Zweier-Set für euch vorbereitet, um die Farben neu aufzumischen, so wie ihr das gerne haben möchtet. Mit dem Gold kann man bestimmt auch mischen, habe ich jetzt noch nicht gemacht. Ich war jetzt auf das Silber fixiert, weil das nun mal meine Farbe ist. Eine Anmerkung noch zu dem Zweitagesseminar im Mai. Es sind jetzt noch 2 Plätze frei, also ran an Speck, wer unbedingt mitbekommen möchte, wie Schönheit von innen und von außen 2 Tage lang so zu zelebrieren ist, dass ihr nach Hause schwebt. Ich wünsche euch
eine schöne muckelige Zeit und ich trinke jetzt noch einen kleinen Tee.